Es ist natürlich wieder diese Drohne, die unten da irgendwie uns wahrscheinlich nerven wird. So, mit Obsan, ich habe meinen Skill ja schon mittlerweile aufgelevelt. Also aufgefüllt, besser gesagt, nicht aufgelevelt. Wo wir halt wirklich Panzermunition drin haben, die dann gegen Fahrzeuge, wie ihr seht, bedeutend stärker ist. Soldaten natürlich gegen alles Mögliche, was uns jetzt vor der Nase läuft. Und hat natürlich auch nur eine bestimmte begrenzte Zeit. Also wir haben jetzt 5, 6 Patronen oder sowas, die man halt nutzen kann. Aufklärungsdaten sammeln. Und dann verschwindet er, dann müssen wir halt wieder neu aufleveln. Drohnenkarte. So, zack. Na. Die Drohne hat eine Art Karte, die eine Seriennummer hätte. Jo. Ja, unsere Informationen können natürlich alles Mögliche sein. Das ist so wie jetzt hier einmal die Biwaks-Informationen, den kann man auch. Was dann noch dabei? Dass man halt Waffenteile finden kann. Also alle möglichen Sachen können halt hinter diesen Informationen halt stecken. Oder halt Informationen halt direkt dann zum Missionsablauf. Jo. Gott. Kaliber 50 raus. So. Und natürlich können die Jungs auch mit Mörser und sowas alles schießen. Steht natürlich außer Frage. So was haben die natürlich. Ist der Typ tot? Ja. Gehst du da bitte hoch? Danke. Und ja, ich habe den Standardcharakter genommen. Das war mir zu blöd. Die sehen alle kacke aus. In Wildlands, wie gesagt, sahen sie alle irgendwie cooler aus. Mal gucken. Ja, gut. Zuerst wird halt, wäre halt ein Aufwand. Zuerst wird ja bei mir nicht geschaut. Auch so Multiplayer-technisch. Aber CS aufnehmen könnte interessant werden, aber sind halt wieder so viele, wenn er halt wieder gegen Cheater oder sowas spielen muss, ehrlich gesagt nicht so Bock drauf. Das ist dann eher ärgerlich, ne? Ja. Wie lange nehmen wir denn schon auf? Stunde 11, Intro und alles drum und dran. Ging auch noch ein bisschen. Zurück zur Hill, überlegen, wie es weitergeht. So, bla bla bla. Das heißt, wir könnten rein theoretisch wieder. Achso, scheiße. Wir haben da natürlich keinen Biwak in der Nähe. Dass wir uns teleportieren können. Das heißt, einmal wieder lustig runter. Und wieder zum Heli. Also, wie gesagt, Heli wird hier noch sehr, sehr wichtig. So, zack. Und deswegen nimmt man ganz gerne eine P90. Beziehungsweise muss keine P90 sein. Sondern einfach irgendwas Schallgedämpftes, Vollautomatisches. Die Kiste hier drüben nehmen wir noch mit. Außer die steht da oben. Und natürlich steht die oben. Natürlich, ich gehe da nicht hoch. Keine Scheiße. Da hätten wir jetzt nochmal einen Nebenjob. Eine Nebenquest, das wäre dann halt praktisch. Was war denn das? Ich glaube, irgendein Waffenteil einfach nur. Teilweise lohnen sich die Sachen halt gar nicht, weil es einfach. Ja, Waffenteile oder sowas sind. Meist kann man halt so nachkaufen, alles drum und dran. Ich sag, muss man halt schon mal überlegen, ob man halt sich wirklich die Zeit dann nimmt, da hinzulaufen oder nicht. Ich muss einen im Nahkampf töten. Mal gucken, ob ich einen so kuschelig nahe komme. Okay. Ja, erstmal schön über der Luft einsteigen oder in der Luft einsteigen. Klar. Da, Kilometer. Erreichen Sie die Treffpunkt. Er hat den Treffpunkt auf der Taktikkarte markiert. Scale hat Daten. Bla bla bla. Könnt ihr auch oben lesen. Es wird langsam dunkel. Und rein in die Olga.
Wenn man einen wenn man einen Eingang findet. Ach da, okay. Okay, mir ist die Mission irgendwie gar nicht überhaupt nicht im Kopf mehr. Dass wir in den Bunker rein mussten. Josiah, was ist das? Hab unsere Leute gefunden. Johnson. Weaver. Das waren gute Männer. Verdammt, was hat Walker vor? Er ist durchgedreht. Seit dieser Sache damals mit Vaughn. Ich hätte ihn stoppen müssen. Du weißt, wie Vaughn drauf war. Ja, aber... es hätte nicht so laufen müssen. Was ist hier los? Da war... ich dachte, jemand schießt auf mich. Das ist unser Dorf, Vaughn. Das sind doch Verbündete. Sie war bewaffnet. Sie hatte eine Waffe. Tja, ich kann keine sehen. Nein, sie hatte eine Waffe. Seht ihr? Ich hatte keine Wahl. Willst du mich verarschen? Das reicht. Du hast schon mehr als genug von meiner verdammten Zeit verschwendet. Nein, das kannst du nicht machen. Das ist deine Schuld. Nein, das ist deine Schuld. Du hast mich schikaniert. Oh Gott. Immer weitergetrieben, du kannst... du wirst... oh Mann, mein Dad wird erfahren, was du mir angetan hast. Du erbärmlicher Wurm. Holst du dich bei Daddy aus? Ist es das, was du vorhast? Jedes Mal, wenn du verkackst, gibst du einem anderen die Schuld, oder? Jedes Mal, wenn du Ärger hast, wartest du einfach auf deinen Daddy und vertraust darauf, dass er dir hilft, hm? Ich sag dir mal was. Dein Daddy ist nicht hier. Halt's Maul! Ich bin ein guter Soldat! Ich bin ein guter Soldat! Halt's Maul! Ich bin ein guter Soldat! Verficktes Stück Scheiße. Ich bin ein guter Soldat! Hey. Ruhig, komm schon. Komm, Vaughn. Gib mir deine Waffe. Na los. Walker. Was hast du getan? Er war erledigt. Jetzt ist er erledigt. Davon abgesehen, hätte ich das wertlose Schwein nicht umgelegt, wäre bald das ganze Dorf hinter uns her. Mann, das ist scheiße, Walker! Den Rest kennst du ja. Ja, du hast nicht ausgesagt. Deshalb war er nicht im Knast. Ich hätte etwas sagen müssen. Dann säßen wir jetzt nicht in dieser Scheiße. Nein. Das war richtig. Sag das meinen Leuten, die er erschossen hat. Hast du was zu Skell? Das hier habe ich aus einem Labor. Jo, und da können wir halt wieder ein bisschen was lösen. Wie gesagt, könnt ihr halt ja durchlesen. Mit Pause. Aber wir lösen es mal.
Ich sag, gib halt ein paar XP. So ist es nicht. Dieses unterirdische Labor muss noch intakt sein. Sehen wir es uns an. Ich weiß nicht. Ich würde gern Walkers Männer auskundschaften. Rausfinden, was er vorhat. Wenn du bekannte Gesichter siehst, glaub nicht, dass sie Freunde sind. Ein guter Rat. Wir treffen uns dann hier. Jo. Wie gesagt, manche Missionen, wie vorhin schon gesagt, manche gehen halt länger, manche sind halt relativ kurz. Oder kürzer, sagen wir es mal so. Und haben wir jetzt schon einen neuen Einschatz? Oder haben wir keinen neuen Einschatz? Na doch, wir haben immer noch Scale. Zum Hauptsitz ist genau der Scale Foundation gelangt. Wir haben nochmal die Drohnenkarte, das ist GPS, bla bla bla. Und dann würde ich sagen, markieren wir das und dann gehen wir oder bereisen wir mal fix mal den Ort. Oh na, nach oben, nee. Der Feind meines Feindes. Ganz kurz. Genau, wie gesagt, hier. Zack, zack, zack. Ich weiß gar nicht, meisten haben immer drei einen Haupteinsatz. Hat, glaube ich, immer drei, meistens so drei, vier Untereinsätze. Ich glaube, eine Mission hat auch irgendwie mal fünf gehabt. Aber so der Schnitt, den wir gerade haben, Tutorial, die Anfangsmission, jetzt haben wir dann so gesehen zwei Hauptmissionen oder drei Hauptmissionen so gesehen abgeschlossen oder zwei Hauptmissionen und dann halt jetzt Anfangsgeplänke mit dahin. Würde ich jetzt mal als drei Missionen overall betiteln. Sind wir eigentlich gar nicht mal so schlecht im Schnitt gerade. So, und die 2 Kilometer, wie gesagt, manche Sachen sind halt, gehen halt nur ein bisschen schneller. Das ist halt so, hier so ein Truck von, wie von Wildlands, dass man den halt überfallen kann, bekommt man halt bedeutend, ja, teilweise bessere Ausrüstung, Waffen hatte der jetzt geladen, hat man ja gesehen. Und, ja. Ansonsten, genau, wo waren denn Schinken? Ach genau, bei Pokémon Snap. Wie gesagt, das könnte man auf jeden Fall let's playen. Gut, Teil 1, von Teil 1, so, Pokémon Snap 64, Pokémon Snap. Nee, Pokémon Snap hieß es ja nur. Wäre natürlich cool, wenn da ein Remake rauskommen würde. Das würde natürlich vorher nochmal so nochmal den Hype für Pokémon Snap 2 auf jeden Fall ein bisschen erhöhen. Aber, na gut. So, lass mich mal ein bisschen ansneaken, wenn möglich, irgendwie. Ansneaken. Oh, ich will ja mit einem kuscheln. Frau will. Ja. Hier. Nee, taktisch vorgehen. Da. Da. Den könntest. Ja, ich hab hier einen. Ich hoffe, ich komme an den ran. Also an meinen Dude würdest du rankommen. An den. Ganz. Nee, natürlich jetzt nicht mehr. Ich. Wie gesagt, an meinen. Gut, jetzt ist es ein bisschen ungünstig. Ich drehe mich in den Kreis. Okay, alles gut, hab ich. Okay. So. So schnell kann man hier reingehen. Und wir haben eine AK. Nee, keine AK, das ist eine SG. Die will ich nicht. Das ist eine Shotgun. Hättest du einen Bock auf den neuen Pokémon? Schnapp. Ich freue mich schon richtig drauf, wenn es rauskommt, ja. Die Frage ist halt, wann es rauskommt. Hm. In der nächsten Cutscene muss ich mal gucken. Kam es sogar dieses Jahr schon raus? Ich weiß es gerade gar nicht. Gut, Nintendo lässt so gerade sehr zu wünschen übrig, muss man leider mal so sagen. In Sachen Spiele. Das finde ich wirklich sehr, sehr schade und auch so ein bisschen traurig, dass Nintendo ihre eigene Plattform so dermaßen mit eigenen Spielen halt hängen lässt. Weil die Switch hat meiner Meinung nach doch sehr, sehr viel Potenzial in Sachen Waffen, wollte ich so gerade sagen. Sehr viel Potenzial aufgrund von möglichen Spielen. Beispielsweise war entweder, es kam jetzt auch Super Mario 3D All-Stars raus, wo halt Super Mario 64, Sunshine und Galaxy
Endeffekt nicht remastered wurden, sondern einfach nur in Full-HD-Auflösung und ein bisschen Kantenglättung reingeschmissen wurde. Meiner Meinung nach nicht ganz so geil, was man da sich da so überlebt hat.